Ja, hallo und damit sind wir auch schon wieder bei einem neuen Teil von Let's Play Assetto Corsa. Ja, es hat sich wieder einiges getan. Es gab ein grundsätzlich neues Update, das an der Physik und an weiteren kleinen Details was geändert hat. So sieht man jetzt hier zum Beispiel, bevor man losfährt, schöne Streckeneinblendungen in verschiedenen Kamerapositionen. Finde ich ganz nett gemacht. Des Weiteren gab es Physik-Updates, zu denen ich gleich noch mehr sagen werde. Und wir haben ein neues DLC, wovon wir auch das erste Auto direkt testen werden, nämlich den BMW M4. Und mit dazu gab es, glaube ich, noch 6 weitere Fahrzeuge, die wir auch natürlich alle nach und nach testen werden. So, ich gehe erstmal hier rein. Wir wollen natürlich mit Straßenreifen ganz normal hier fahren und setzen uns dann auch mal rein. Und man hat direkt gesehen, wer schnell war. Links, die Tür hat sich gerade eben geschlossen. Auch so ein kleines Gimmick, das demnächst vielleicht noch erweitert wird, sodass der Fahrer da vielleicht komplett selbstständig erst einsteigt. Naja, wir schauen uns das Fahrzeug mal kurz an. Sowohl von außen wie auch von innen. Das ist also das gute Stück hier. Na, der BMW M4 hier in der Akrapovic-Edition. Das heißt, der Auspuff ist, klingt ein bisschen verschärft. Finde ich, haben sie ganz gut gemacht. Haben da so einen kleinen Deal, die Leute von Kunos, mit Akrapovic abgeschlossen. Man sieht es auch, wenn man genau hinguckt hier. Akrapovic-Endrohre. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gut erkennen kann. Ja, auf jeden Fall ein schönes Fahrzeug hier in dem offiziellen Austin Yellow. Ist jetzt ehrlich gesagt nicht meine Farbe, aber okay. Und auch der Innenraum hier sehr detailliert. Auch die Tacho-Instrumente, alles funktioniert wunderbar. Und dann würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit, steigen direkt ein, legen hier den ersten Gang ein und fahren dann mal über die Nordschleife, so wie es sich gehört für einen echten BMW, wenn er getestet wird. Ja, und man kann sagen, das Fahrverhalten hat sich grundsätzlich ein wenig geändert. Und ich finde, man merkt es ganz deutlich bei dem BMW M4 hier, der jetzt neu ist. Das Sperrdifferential wurde angepasst und das ABS wurde angepasst. Man hat jetzt ein viel besseres Gefühl auf der Bremse, wie ich finde. Und ja, gerade mit dem M4 kann man hier mit Straßenreifen wunderschöne Drifts hinlegen. Ich probiere das jetzt allerdings zu vermeiden, weil wir sind ja jetzt hier nicht da zum Driften, sondern einfach zum Fahren. Ja, man hört schon, der Klang ist echt grandios. Ich habe die Wagen auch gestern nur kurz angetestet, also ich bin jetzt noch nicht so ganz vertraut mit denen. Und wir werden dann auch gleich, wenn wir die Runde hier beendet haben, einmal in die Wiederholung reingucken, damit ihr auch den Klang von außen schön genießen könnt. Man hört auch immer schön beim Runterschalten, wenn man vom Gas geht, dann dieses Ploppen. Ja, und mit dem DLC, wie ich schon gesagt hatte, ich glaube 6 oder 7 neue Fahrzeuge, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Und auch eine neue Strecke, laser gescannt natürlich. Und zwar den Circuit de Catalunya, auch umgangssprachlich bekannt unter der Rennstrecke von Barcelona. Und ja, auch eine schöne Rennstrecke, die wirklich gut gelungen ist. Besonders die Asphalttextur finde ich auch echt schön bei der Strecke. Die werden wir natürlich auch noch in der nächsten Folge dann testen. Aber ich habe mir gedacht, so zum Einstieg ist der BMW M4 ganz schön. Und er fährt auch ganz gut. Ich finde, er sieht auch einfach echt wunderschön aus. Ja, und ich hoffe, mein Lenkrad ist jetzt nicht zu laut. Das Force Feedback wurde auch nochmal deutlich angepasst. Und man hat jetzt eine 64-Bit-Unterstützung. Also es sollte angeblich alles ein bisschen besser berechnet werden können. So, ich bremse mal lieber ein bisschen früher ab. Wir wollen ja noch heile rumkommen und haben ja auch nur Straßenreifen. Aber der BMW M4 lässt sich wirklich gut beherrschen, auch wenn er dann mit dem Heck kommt, kann man den wirklich sehr gut einfangen oder halt eben den Drift noch ein bisschen weiterziehen, je nachdem, wie man möchte. Und der geht hier richtig ab, der schießt hier richtig die Fuchsröhre entlang.
ist immer ein bisschen tricky, die Stelle, weil man die sehr langsam durchfahren muss. Ja, und ich probiere dann auch demnächst vielleicht mal eine Wheelcam einzubauen. Da bin ich im Moment schon so ein bisschen dran am Arbeiten. Überlege dann noch, mit welchem Programm ich die dann am besten aufnehme oder ob ich die extern aufnehme. Uiuiui. Ja, und ich finde den Klang wirklich sehr gut gelungen. Der hört sich jetzt halt nochmal so einen Tacken schärfer an als in der normalen Version. Leistungsmäßig hat sich hier angeblich bei den beiden Versionen hier vom M4, egal ob Standard oder Akrapovic, nichts getan. Was mich ehrlich gesagt wundert, weil ich dachte immer, dass durch einen anderen Auspuff bzw. Änderung daran auch die Leistung teilweise gesteigert wird, aber scheinbar ist dem nicht so. Kann natürlich auch sein, dass hier nur der Endtopf ein bisschen angepasst wurde. Dann ändert sich natürlich auch nichts an der Leistung. So, wir sind jetzt hier bei Breitscheid. Jetzt kommt gleich hier dieser schöne Hügel nach oben. Aber auch da kommt der BMW hier mit Leichtigkeit hoch. Ja, insgesamt ein wirklich tolles Fahrzeug, ein sehr rundes Fahrzeug. Also hier wurde nicht irgendwo geschlampt oder so. Und jetzt muss ich auch ganz klar sagen, also den M3 bevorzuge ich jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Wenn man den M4 hat, warum sollte man dann noch mit dem M3 fahren? Auch wenn der natürlich immer ein bisschen anders ist. Aber ich finde den M4 einfach wirklich rundum sehr gut gelungen. Grafisch, farbisch, vom Klang her. Ja, wir werden dann in den nächsten Folgen die weiteren Fahrzeuge testen. Dazu zählt unter anderem der Audi R8 in der GT3 Version, beziehungsweise ich glaube, das ist der Audi R8 LMS Ultra. Kennen mir sicher auch von euch die meisten. Des Weiteren der Lamborghini Countach. Ein schöner Klassiker, den ich gestern auch schon gefahren bin kurz, und da habe ich festgestellt, dafür, dass der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, lässt er sich sehr, sehr gut fahren. Kann ich jedem nur empfehlen. Ja, noch einen anderen Lamborghini, nämlich den Huracan in der GT3-Version. Ein richtiges Biest. Auch mit einem ziemlich guten Klang. Und der sieht halt auch einfach nur böse aus. Ja, dazu noch einen richtigen Klassiker, den Ford GT40. Der hat einen richtig brachialen Sound. Also, wenn man den mal von der Außenperspektive hört, da denkt man, was kommt da jetzt für ein Monster an? Ist so, glaube ich, ziemlich das Beste, was ich bis jetzt gehört habe. Also ich weiß nicht, was da noch klanglich besser sein könnte. Ja, dann gab es noch einen neuen Scuderia Glickenhaus, glaube ich. Ein sehr spezielles Fahrzeug wieder, was wahrscheinlich die meisten von uns nicht wirklich kennen. Da gab es ja schon einen Scuderia P4-5, glaube ich. Auch so ein GT3 oder GT2 Fahrzeug, was aber halt eher unbekannt ist, was so von so einem kleinen Hersteller da in Eigenproduktion gebaut wird. Ja, außerdem gibt es einen neuen Ruf, den Ruf RT12R, auf Basis eines modernen Porsche, also nicht mehr den alten Yellowbird. Klar, den gibt es auch noch weiterhin, aber natürlich jetzt hier eine neue Version noch zusätzlich, und den gibt es einmal mit Heckantrieb und auch auf Wunsch in der zweiten Version mit Allradantrieb. Dann bin ich gestern nur mit Heckantrieb gefahren, da bin ich gespannt, wie der mit Allradantrieb sich fahren lässt, weil das ist ein richtiges Höllenmonster, das geht richtig ab. Und ja, ich überlege jetzt gerade, haben wir ein Fahrzeug vergessen? Wenn ich eins vergessen habe, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Ansonsten auch einfach mal auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Assetto Corsa gucken. Da gibt es nämlich zu, ich glaube, so gut wie jedem neuen Fahrzeug einen eigenen Trailer, und die sind auch richtig gut gelungen, die Trailer. Also, echt schön. Ja, und wie gesagt, im Moment gibt es, glaube ich, 20% auf den DLC, deswegen kostet er nur 7,99 €. Aber selbst wenn die 20% nicht mehr da sind, ich finde, das ist immer noch ein ordentlicher Preis dafür, dass man hier eine lasergescannte Strecke bekommt. Und halt auch eben eine ordentliche Anzahl an Fahrzeugen,
Ja, und damit wären wir auch schon hier mit der Runde so gut wie am Ende. Wir fahren jetzt hier nochmal am Galgenkopf die letzte Kurve und dann auf die Döttinger Höhe. So. Ja, und in einer der nächsten Folgen werden wir dann bestimmt auch irgendwann mal mit dem BMW hier driften, weil es macht einfach eine Menge Spaß. Aber heute sind wir hier mal normal gefahren. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt eine besonders tolle Zeit war. 7 Minuten 55, naja, geht so. Aber ich habe jetzt natürlich auch viel dabei geredet. Und man hört immer schön, wenn man vom Gas geht, dieses... Also es hört sich klanglich wirklich ganz toll an. Ja, es gibt auch ein neues Reifenmodell, was ich gerade, weiß ich nicht, ob ich das schon erwähnt hatte jetzt. Das aber auch noch so ein bisschen, naja, gewöhnungsbedürftig ist, wo sie selber noch so ein bisschen am Rumexperimentieren sind, was auf jeden Fall schon besser funktionieren soll, aber auch wohl noch nicht final ist, wo immer noch dran gearbeitet wird. Und ja, ich würde sagen, wir gucken dann mal eben kurz in die Wiederholung rein. So, ganz kurz hier einmal, können wir ja so machen. Nee, Moment. So. Da kommt er angefahren, dann hören wir einfach mal rein und ich bin jetzt ruhig und verabschiede mich von dieser Folge. Ciao, bis zum nächsten Mal.